Dobby, komm! Komm! Schaffst du's? Chop, chop, chop! Chop, chop, chop! Oh, oh, Babylein. Bist du müde? Sag mal hallo. Oh, da guck mal, da ist die Kamera. Guck mal. Es ist official. Dobby ist jetzt eine Woche in meinem Liebesfamilienkreis aufgenommen. Eine Woche bist du schon bei uns. Das heißt, du bist 10 Wochen alt. Oh, du bist so viel schwerer geworden. Ich glaube, der hat locker zugenommen. Oh. Wie auch immer, ich wollte euch ein kleines Dobby-Update geben. Es ist in einer Woche so viel passiert. Ich fühle mich so, als würden wir schon ein halbes Jahr auf den Kleinen aufpassen. Nein, kein Spielzeug. Ich wollte einfach mal drüber reden, wie es wirklich ist, so einen kleinen Welpen zu haben. Ich meine, ihr seht das alles und die Leute, die es noch nicht selber durchgemacht haben, sehen immer nur, oh, ein süßer kleiner Welpe. Und alle sagen einem irgendwie immer, das ist schwer. Und die haben auch recht, aber jeder ist immer nur so, ja, es ist voll stressig, einen kleinen Welpen zu haben und keiner sagt irgendwie wirklich warum. Und ich wollte einfach mal ein kleines Update geben und erzählen, was der kleine Schlawiner so für Sachen anstellt. Ich glaube halt, er hat sich mittlerweile mega an Annika und mich gewöhnt und ich glaube auch Annika könnte eigentlich viel besser erklären, was der Struggle mit diesem kleinen Quälgeist ist. Ich glaube, er hat uns jetzt als sein neues Rudel akzeptiert. Der ist dementsprechend auch frech geworden, weil ich glaube, er weiß jetzt, dass wir seine Mamas sind und dass er sich bei uns was erlauben kann. Zumindest denkt er, dass er sich was erlauben kann. Und es macht super viel Spaß, seinen Charakter kennenzulernen. Er mag zum Beispiel Belly Rubs. Oh, das magst du, ja. Hi. 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 Also ich glaube, er fühlt sich schon sehr wohl, was auf jeden Fall die Hauptsache ist. Ich hatte ja voll Angst, dass er irgendwie mega seine Mama und seine Geschwisterchen vermisst, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass er die vermisst. Was irgendwie sad ist, aber gut für uns zugleich. Du liebst uns jetzt, stimmt's? Du liebst uns jetzt, stimmt's? Liebst du mich? Liebst du mich? Danke übrigens für die ganzen Tipps unter dem Das ist Dobby-Video. Wir haben richtig viel gelesen und Tipps beachtet und wir versuchen uns sehr daran zu halten. Aber das Erste, wenn man sich einen Welpen holt, ist auf jeden Fall, dass man feststellt, dass es so viel Bullshit gibt, den einen die Leute raten. Nicht wirklich die Leute, aber vor allem Handbücher und Ratgeber und alles Mögliche. Und ich meine, es sollte offensichtlich sein, aber man denkt so, das ist so eine goldene Regel und wenn das in diesen Büchern steht, dann klappt das. Aber es ist immer noch, jedes von diesen kleinen Wesen ist so ein eigener Charakter und nicht alles klappt natürlich bei jedem Welpen gleich. Es geht einfach nicht. So war es zum Beispiel in der ersten Nacht. Uns wurde geraten, den in eine Box zu sperren und weinen zu lassen, stundenlang. Und bei vielen klappt das auch, weil die müssen sich natürlich umgewöhnen. Und es wird gesagt, wenn man die erste Nacht durchzieht, dann hat man nie wieder Probleme mit Weinen und sowas. Was irgendwie logisch erscheint. Aber die meisten haben auch irgendwie erzählt, so auch aus unserem Bekanntenkreis, die haben dann 1,5 Stunden geweint. Gerade auch Leute, die Labbis hatten. Oder haben. Und dann hört es irgendwann auf und dann schlafen die und dann wissen die, dass sie sich beruhigen können. Bei Dobby war das nicht so. Dobby war eher so einer von den Ich-heul-4-Stunden-Kandidaten und hör einfach nie damit auf. So dass wir halt schon mal gelernt haben, ein Kind schläft nicht gerne im Dunkeln. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein kleines Nachtlicht angemacht. Weil er halt einfach ein Kind ist. Und wir haben die Tür in seiner Box offen gelassen. Und dann hat er uns und die Schlafzimmertür offen gelassen. Und dann sah die ganze Welt schon viel besser aus. Und dann hat er direkt geschlafen, ohne mit uns in einem Raum zu sein. Ich weiß jetzt nicht, oh, das ist aber extra cute für euch. Oh mein Gott, Baby. What you doing?
Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er danach klargekommen ist, weil wir ihn haben heulen lassen. Aber ich glaube, könnte ich das alles nochmal machen, würde ich es von Anfang an anders machen. Aber man stellt halt fest, es ist alles so ein gegenseitiges Kennenlernen. Und mittlerweile haben wir ihn echt gut kennengelernt. Das heißt, er pinkelt kaum in die Wohnung. Nur wenn es wirklich nicht auszuhalten ist und wenn er irgendwie gestresst ist oder sich mega freut, aber es ist halt ein Baby. Das heißt, mittlerweile muss er mich eigentlich nur angucken und dann haben wir so ein Ding zusammen etabliert, dass wenn er muss, guckt er mich an und setzt sich einfach vor mich. Und dann guckt er mich so lange an, bis ich gecheckt habe, so, oh, der muss Pipi oder Kaka machen und dann gehen wir raus und dann macht er das. Die ersten 2, 3 Nächte müssten wir noch so, da hat er so immer 2 Stunden geschlafen, 1:40 ungefähr, dann ist er aufgewacht, hat gefiepst, dann wussten wir, okay, der muss pieseln oder Kacke machen, weil ihr müsst euch vorstellen, guckt mal, was das für ein kleiner Hundi ist. Der sieht in der Kamera auch größer aus. Ich habe jetzt auch schon ein paar Zuschauer auf der Straße mit ihm getroffen, die meinen so, oh mein Gott, der ist so viel kleiner in echt. Aber die Welpen haben natürlich eine mega Mini-Blase. Das heißt, es ist klar, dass sie mal öfter rausgehen müssen, weil die halt auch schneller voll wird. Mittlerweile ist es so, heute hat er zum Beispiel bei mir gepennt. Da bin ich irgendwie um 12 das letzte Mal mit ihm rausgegangen. Da hat er noch ein Scheißerchen gemacht und noch ein Pieselchen. Ich finde es auch erschreckend, wie sehr ich mich über einen riesen Kackhaufen freue mittlerweile. So weit ist es mit meinem Leben gekommen. Ich habe keinen Kotzreiz mehr, wenn ich seine Kacke aufsammle, um sie wegzuschmeißen. Das ist auch eine positive Entwicklung. Wie gesagt, um 12 gehen wir noch mal kurz raus und dann schläft er eigentlich voll lange. So bis 4 Uhr morgens, dann ist er selber viel zu faul rauszugehen, aber ich sehe ihm schon seinen Blick an, dass seine Blase mega drückt und muss ihn dann quasi zwingen. Der will auch pennen. Der will nicht raus in die Kälte gehen. Ich glaube, der muss auch gleich wieder. Man findet so einen Rhythmus und dann schläft er so bis 8, 9. Und dann das Erste, was ich mache, ist mit ihm rausgehen, weil seine Blase dann bestimmt wieder voll ist. Dann pieselt er ab und zu in die Wohnung, aber... Meine Güte. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Komischerweise alle Sachen, die ich dachte, dass sie schlimm werden, wie zum Beispiel Stubenreinheit oder dass er seine Familie vermisst, sind gar nicht so dramatisch. Es gibt andere Punkte, die sind schlimmer. Weil man ist ja auch super vorsichtig mit ihm. Man kann sich irgendwie auf nichts konzentrieren, wenn er im Raum ist, weil man halt die ganze Zeit aufpasst, was er macht, ob er irgendwas anknabbert, ob man ihn irgendwie ermahnen muss, weil jede Situation ja auch eine Gelegenheit ist, ihm was beizubringen oder ihm was zu verbieten oder ihn zu loben. Deswegen ist man die ganze Zeit so hyperalarmiert, weil man die erste Zeit halt auch Angst hat bei jedem Atemzug, ob es ihm gut geht. Man macht sich mega die Sorgen. Der hat irgendwie in der ersten Nacht so 2-mal gekotzt und Annika und ich waren so, oh mein Gott, wir müssen zum Tierarzt. Im Endeffekt hat sich nur rausgestellt, dass er einfach super aufgeregt war und dass der ganze Tag für ihn der erste halt mega anstrengend war natürlich. Eigentlich wurde uns gesagt, es könnte sein, dass er Durchfall bekommt vor Aufregung, aber er hat halt gekotzt. Er ist halt ein Kotzkandidat, wenn er aufgeregt ist. Und es ist seitdem auch nicht mehr passiert. Wir lernen so Tricks, dass wir ihm morgens die meiste Portion an Essen geben und nach abends hin immer ein bisschen weniger, damit er irgendwie nicht mitten in der Nacht scheißen muss in der Wohnung. Es ist halt einfach nur mega anstrengend, weil man mega müde ist. Und es ist genauso, wie wenn man ein Kind oder ein Säugling bekommt. Ich meine, er ist ja ein Kind. Aber es zerrt an den Nerven, der Schlafmangel, auf jeden Fall. Und wenn er dann auch noch ungezogen ist und nicht auf seine Mamas hört, dann rastet man ganz schnell aus. Ja, ich rede über dich. Man muss halt mega viel ihm beibringen und ihm mega viel verbieten. Und es ist irgendwie so sad und so cool. Aber gleichzeitig denkt man sich so, oh my God, du bist süß. I didn't want to bestrafen you. Nicht beißen. Das meine ich zum Beispiel. Jetzt, wo er auch ein paar Tage bei uns ist, merkt man, dass er so ein bisschen, als ob er ein bisschen Respekt vor uns verloren hätte am Anfang. Als er uns noch nicht so gut kannte, hat er sich eigentlich relativ gut benommen. Und jetzt fängt es so an, dass er denkt, er kann mit uns machen, was er will. Das heißt, wenn wir rausgehen, kommt er nicht, wenn wir kommen, sagen, obwohl er es schon genau kann und wir wissen das. Oder er rennt einfach vor uns weg, wenn er was gemacht hat, wo er weiß, dass er was Böses getan hat. Da muss ich auch sagen, ich finde es so faszinierend, wie schnell der lernt. Der kann jetzt schon Sitz, Platz, Pfötchen, komm natürlich. Nicht beißen müssen wir noch ein paar Mal erklären.
ist nämlich so eine Sache, die macht er einfach trotzdem. Komischerweise beißt du mir gerne in den Schritt rein. Und bei mir ist es nicht so schlimm, aber wenn mein Mann in Jogginghose da sitzt und du dem zwischen die Beine beißt, dann hast du ein Problem. Au, 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 das tut so weh, wenn du mich beißt. Aua, au. Au, meine Hände tun weh. Ich habe gelesen, das soll klappen. Es scheint zu klappen. Man kann ihm halt einfach nicht lange böse sein. Ich meine, man ist extrem genervt, weil man die ganze Zeit nachts aufstehen muss. Der frisst so die komplette Aufmerksamkeit, weil man die ganze Zeit gucken muss, was er wieder anstellt. Der kackt und scheißt in die Wohnung. Man muss ihm die ganze Zeit hinterher putzen. Aber dann sieht man dieses adorable Baby. Und dann kuschelt man zusammen. Und dann hat man alles vergessen, weil er so süß ist. Er ist sogar süß, wenn er nichts macht. Hey, hey, hey. Außer Atem. Seht ihr, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich mega, ist aber auch mega stressig. Und ich glaube, das Herzzerreißendste daran, wenn man selbst einen Hund hat, ist, dass man merkt, wie viele Leute eigentlich Hunde oder halt speziell Haustiere und Tiere nicht leiden können. Da muss ich auch sagen, ein Haus mit Garten ist halt ein mega Vorteil. Ich habe hier auch einen Garten zum Beispiel, aber das ist ein Gemeinschaftsgarten. Und es haben sich halt direkt Nachbarn beschwert und meinten so, ja, der Hund kann da nicht rumlaufen, der kann da nicht Pipi machen gehen. Und egal, wie sehr man irgendwie erklärt, so, ey, das ist ein kleiner Welpe, wenn der muss der ganz schnell. Und ich habe halt keine Zeit, den irgendwie in den nächsten Park 5 Minuten, auch wenn es so 5 Minuten sind, zu tragen, weil der muss halt einfach pieseln oder Kacke machen. Und es ist auf so ein Unverständnis von diesem Nachbarn getroffen, dass ich mir dachte so, ey, ist halt schon ein bisschen herzlos irgendwie. Ich meine, ich verstehe das. Wenn irgendwie Nachbarn sich gemeinsam beschlossen haben, dass sie da keine Hunde haben wollen, muss man das irgendwie akzeptieren. Aber es ist halt irgendwie, wie kalt manche gegenüber so einem kleinen süßen Wesen sein können, das verstehe ich halt nicht. Aber dafür gibt es auch ganz viele nette Nachbarn, ne? Die dich richtig lieb haben und sich immer freuen, dich zu sehen. Weil ich glaube, es tut einem immer mehr weh, wenn so ein unschuldiges Wesen so ungerecht behandelt wird, als man selbst. Das ist irgendwie schlimmer und es macht mich richtig böse. Aber so ist es halt, ne? Also, er treibt uns auf jeden Fall in den Wahnsinn. Er testet seine Grenzen aus. Was klar ist, wenn ich in einem neuen Zuhause wäre, würde ich auch erstmal abchecken, was die mir alles durchgehen lassen, die ollen Tanten. Vielleicht musst du ja gar nicht auf uns hören. Aber Plot-Twist, wenn du Ärger machst, dann bist du dran. Dann bist du dran. Und dir bleibt nichts anderes übrig, als uns zu verzeihen, weil du uns liebst. Und weil du abhängig von uns bist. Du kleiner Dopsi-Dopsi. Du kleiner Flupsi-Flupsi. Jobbi-Jobbi. Ich glaube, ich muss mit dem raus, sonst pisst der. Oh no. Okay, ich muss mich beeilen. Ich habe nämlich auch festgestellt, wenn man sich auch nur ein bisschen Zeit lässt, sobald man merkt, dass er halt einfach raus muss, sollte man direkt rausgehen und seinen kompletten Egoismus nach hinten stellen und ihn an erster Stelle stellen. Ah, oh mein Gott, no! No, ich sag noch gerade, er macht mich in die Wohnung. Scheiße! Mittlerweile muss er mich eigentlich nur angucken und dann haben wir so ein Ding zusammen etabliert. Ey, ich hab gewusst, dass ich mit ihm rausgehen muss und ich drehe hier ein Video. Shit, ich komme gleich wieder. Ach, schön, dass ihr live dabei wart. Oh, jetzt kam der gleiche Nachbar, mit dem ich heute Morgen noch geredet habe, ganz normal, schon wieder zu einem anderen Nachbarn und hat sich beschwert über heute Nacht, dass ich mit dem Hund da langlaufe. Dabei habe ich das alles schon heute mit dem geklärt und dem er alles erklärt und gesagt, dass wir da nicht mehr hingehen. Oh, oh Mann, ey. Manche Leute haben halt echt nichts zu tun, ne? Das ist halt so schlimm. Deswegen, wie gesagt, am besten ein eigenes Grundstück oder ein öffentlicher Park. So eine Minute vor eurem Haus weg, weil sonst wird es schwierig und noch anstrengender, als es sein muss. Ich wollte euch nur ein kleines Update geben, wie es läuft. Ich glaube, das Fazit ist, es ist übelst anstrengend des Todes. Ich empfehle keinem, das alleine zu machen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte den ganz alleine, da wäre ich wahrscheinlich schon
verrückt geworden und Annika auch. Deswegen gut, es ist gut, dass wir uns das so ein bisschen teilen. Oh Mann, bin ich fertig. Aber es ist halt ein mega Blessing. Und trotzdem, dass alle sagen, ich wünschte mir, er würde für immer ein Welpe bleiben, freue ich mich schon, wenn er groß ist und sich ein bisschen beruhigt hat. Das dauert aber wahrscheinlich noch so 1,5 Jahre. Ich bin fertig, aber auch voller Liebe. Ich habe noch nie so viel geliebt, wie seit Dobby hier ist. Adorable. Sag tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss, wir sehen uns. Lass mir ein Like da, wenn ich nochmal ein Update machen soll. Nicht beißen. Nicht beißen. Dobby. Dobby. Dobby, beiß nicht. Sag tschüss. Tschüss.